Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Ich bin aktuell im Abarbeit- bzw. Pause-Modus. Das heißt, ihr werdet von mir erst im neuen Jahr wieder neue Angebote finden und mein Etsy-Shop wird auch erst wieder im neuen Jahr eröffnen. Und ich freue mich einfach dann auf euch im neuen Jahr. Bis dahin werdet ihr selbstverständlich weiterhin hier mit Videos versorgt. Wenn auch manchmal vielleicht in abnehmender Frequenz, aber zumindest ein Video die Woche kommt auf jeden Fall. Jetzt aber zu diesem Video, heute zum Thema Botschaft von den Engeln. Wir schauen einfach mal, was die Engel dir heute mitgeben möchten. Und dazu haben wir vier Stapel. Wir haben einmal Stapel 1 mit diesem Stein hier. Wir haben Stapel 2 mit diesem Stein. Und wir haben Stapel 3 mit diesem Stein hier und Stapel 4 mit diesem Stein. Wähl einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel bzw. Steine aus und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's! So, und wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben, so zoom daran. Wir schauen in deine Botschaft von den Engeln. Du hast, jetzt muss ich mal neu ordnen, hier zuerst die Tarotkarte, du hast den Gehängten. Dann hast du den Pagen der Erde mit guten Nachrichten in finanziellen Dingen. Auf eine anspruchsvollere Tätigkeit warten, ein neues Studium beginnt. Dann hast du Athene mit Strategie. Ich bewahre einen kühlen Kopf und denke nach, bevor ich handle. Du hast Integrität. Handle entsprechend deiner Wertvorstellungen und deines inneren Wissens darüber, was für dich richtig ist. Dann hast du Reinigen, Auflösen und Loslassen. Spannend unter dem Gehängten. Finde ich sehr schön, diese Botschaftskombi. Dann hast du die Giraffe mit Strebe nach höherer Erkenntnis und Weisheit. Mit Erzengel Jophiel, das ist ja auch der Fülle-Engel. Du hast den Neubeginn und zu guter Letzt den Himmelsvater mit Vertrau auf das Unbekannte. Wow. Und da gibt es jetzt mehrere Botschaften bzw. mehrere Möglichkeiten. Nimm das, was sich für dich stimmig anfühlt bzw. das, was zu deiner Situation passt. Also hier mit dem Gehängten und dem Reinigen, Auflösen, Loslassen bekomme ich das Befreien aus beschränkenden Umständen. Und das kann hier beruflich sein, weil wir den Pagen der Erde haben. Es kann sich auch auf das Finanzielle und oder, kann auch beides betreffen, ja, auf den finanziellen Bereich auswirken, wo du einfach das Gefühl hast, ich bin durch meine Gegebenheiten einfach eingeschränkt. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist ja häufig auch in einem Job so, wenn wir unsere Talente, unsere Gaben einfach nicht zum Einsatz bringen können. Wenn wir dadurch vielleicht auch frustriert sind, wenn wir vielleicht auch die Anerkennung nicht bekommen, die wir uns verdient haben, wenn es egal, wie sehr wir uns bemühen, wir dort nicht hinkommen, wo wir hinwollen. Ja, das kann verschiedene Möglichkeiten und Auswirkungen hier für dich haben und das kann hier natürlich auch den finanziellen Bereich dann betreffen. Es kann aber für einige von euch auch vielleicht nur den finanziellen Bereich betreffen, ja? Dass man vielleicht schon das macht, was einem Spaß macht und wo man das Gefühl hat, wow, das mache ich gerne, ich bin genau in meiner Mission und das Geld fließt aber einfach nicht. Ja? Und hier ist wirklich diese Aufforderung, dich diesen Programmen und diesen Einschränkungen auch zuzuwenden und zwar hier mit dem Gehängten nach innen zu gehen. Der Gehängte hat im Außen gerade keine Möglichkeit, irgendetwas zu verändern und es bleibt nur noch die Möglichkeit, nach innen zu schauen, nach innen zu gehen und zu überprüfen, wo darf ich hier in die Reinigung, in die Auflösung gehen. Und das ist wichtig, weil wenn wir das nicht tun, wenn wir in uns die energetischen Programme zu dem Äußeren nicht lösen, dann führt das am Ende des Tages dazu, dass wir wieder gleiche, wieder ähnliche Umstände anziehen. Man kommt nicht darum herum, diese Programme zu löschen, ja? Weil alles, was im Außen sichtbar ist, hat eine energetische Komponente dazu. Und das ist so ein bisschen so ähnlich, wie wenn man einen Laptop an den Bildschirm anschließt. Ich vergleiche das immer damit. Der Bildschirm kann nur das anzeigen, was auf dem Laptop tatsächlich auch drauf ist. Ja? Das heißt, es braucht die Information dahinter, um überhaupt die 3D-Anzeige zu ermöglichen. Und deswegen ist es genauso wichtig, dass wir nicht den Bildschirm ausmachen oder zuhängen oder was weiß ich was, ja, sondern dass wir hergehen und sagen, okay, ich muss das Programm suchen, das das verursacht. Ich muss es finden, ich muss auf Löschen klicken, ich muss es mir anschauen. Manche Programme muss man verstehen, die sind hartnäckiger im Löschen. Ja? Manchmal ist es auch ein Sammelsurium.
Sammelsurium an Programmen, wo ich eins lösche, dann kommt das nächste zum Vorschein, das nächste, das nächste, das nächste. Ja. Das wären dann, wenn wir schon beim Computerbereich bleiben, das wäre dann ein ganzer Ordner voll Programmen. Ja. Da muss man dranbleiben und die alle einfach löschen. Und dann verschwindet irgendwann auch die 3D-Komponente dazu. Und genau darum geht's. Und manchmal gehören die Programme gar nicht uns. Manchmal sind es die Programme von unseren Familienangehörigen, unserem Umfeld, auch hier Lehrer, Kindergartenpädagogen, auch die haben eine signifikante Auswirkung auf unsere Programme. Auch das sind Bezugspersonen. Ja? Wenn man sich mal anschaut, dass wir bis zum 7. Lebensjahr sehr, sehr offen sind, ja, energetisch, dass wir ungefiltert alles hindurchlassen, dann ist klar, dass wenn ich am Tag 6, 7 Stunden in den Kindergarten gehe oder wenn es auch nur 5 Stunden sind, das ist bei einem Kind, das sind 30, 40% der Wachzeit. Ja? Und da muss man sich halt dann gut überlegen, welche Programme habe ich da abbekommen? Wo ist das passiert? Also nicht nur immer auf die Eltern zu schauen, sondern auch auf andere Bezugspersonen. Ich zum Beispiel, ich bin ja in Bayern aufgewachsen, wie viele von euch wissen, und ich bin ganz stark geprägt von meinen Großeltern. Ja? Das war früher so, dass wir immer bei der Oma unten waren im Haus, die hat unten im Haus gelebt und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn man so mehr Generationen Haushalte auch hat, dann sind die Programme noch mal intensiver. Und dann gibt es Ahnenprogramme noch dazu, die wir genetisch einfach abgespeichert haben. Das heißt, das alles darf ich einfach entfernen, um höher zu kommen. Und vielleicht ist das aber auch der Grund, warum du immer dieses Gefühl hattest, ich stoße hier immer gegen eine Wand im Außen. Also ich komme nie weiter bis Punkt X. Ja? Und genau da sagen aber deine Engel jetzt, mit der richtigen Strategie und mit einem planvollen Vorgehen, was ja auch der Page der Erde ist, ist immer so ein planvolles Vorgehen. Kommst du hier raus, und zwar nachhaltig raus? Kannst du das ein für alle Mal hinter dir lassen und wirklich so nicht wieder zurückfallen in diese Programme? Und der Himmelsvater ist auch wirklich so dieses, such dir neue Programme aus, überschreibe diese neuen Programme, weil, und das ist nämlich auch so, unser System wird sich immer das suchen, was sich sicher anfühlt. Und sicher fühlt sich immer das an, was bekannt ist und nicht Freude, Glückseligkeit und so weiter, sondern wenn dein Nervensystem Streit gewohnt ist, Chaos gewohnt ist, Konflikt, Wut gewohnt ist, dann wird es sich immer wieder diese bekannten Umgebungen aussuchen, weil diese sind bekannt, da ist die Komfortzone sozusagen. Und das kann man auch reprogrammieren im Übrigen. Ja? Und das ist hier wichtig, ja, weil deine Engel wollen dich wissen lassen, dass hier im beruflichen Umfeld, sie sagen auch gerade, du musst diese Einschränkungen nicht dauerhaft hinnehmen. Das ist keine Bürde, die dir auferlegt wurde, die du quasi meistern musst. Ja, das ist ja auch häufig so dieser Gedankengang, dass Menschen das Gefühl haben, so Gott will mich jetzt bestrafen dafür oder wer auch immer. Ja, oder das ist halt mein Schicksal. Ja, das sagt man ja auch ganz häufig. Das ist halt mein Schicksal. Das ist halt so. Ja, sondern es sind diese Aufgaben begegnen dir oder diese Themen begegnen dir, weil du sie lösen kannst. Aber vielleicht hast du nach der Lösung an der falschen Stelle gesucht. Ja? Und deine Engel wollen dich wissen lassen, dass mit der richtigen Strategie und mit einem sorgsamen Herangehen an diese Themen jetzt nachhaltig für dich lösbar sind und dass das wiederum einen Neubeginn für dich einleiten wird. Ja? Gerne in finanzieller Hinsicht, gerne auch in beruflicher Hinsicht und oder beides. Also bleib hier dran. So, so schön. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Ich muss gerade noch was sagen, es hilft nicht. Bleibt deinen Werten treu, kommt gerade noch rein hier. Verkauf dich nicht unter Wert, sei dir deiner Werte auch bewusst. Ja? Finde deine Werte, vielleicht hast du auch Werte übernommen, die eigentlich gar nicht deine sind. Ja? Auch das hier wichtig einmal zu überprüfen. So, jetzt aber, ihr Lieben, wenn euch das Orakel gefallen hat, lasst mir gern ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, Baba. Tja, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deine Engelsbotschaft. Du hast die 3 der Stäbe. Ich hätte es fast gesagt, das Schiff, aber es ist ja nicht Lenormand. Dann hast du die Sonne, glücklicher Ausgang, brillante neue Ideen, die zum Erfolg führen, und hab Vertrauen in dich. Und das finde ich so schön, weil hier ja auch die Sonne aufgeht. Also sehr spannend schon mal. Wir schauen weiter.
Dann hast du die Musen mit Inspiration. Ich bin erfüllt von kreativer Energie und ziehe neue Ideen magnetisch an. Wow. Du hast die Eltern mit die göttliche Wahrheit ist, dass deine Eltern dich nach besten Kräften ewig lieben. Die Engel heilen dich von jeglichem Schmerz, der mit deiner Mutter oder deinem Vater assoziiert ist. Wow. Dann hast du Mutter, Vater, Gott. Ist so spannend, dass wir hier wieder Mutter, Vater drin haben. Du hast den Dachs mit Bring dein Leben ins Gleichgewicht mit Erzengel Maria und Sandalphon. Dann hast du die Illusion. Sehr spannend. Und die Sonne, genieße Erfolg und Glück. Was für eine tolle Doppelbestätigung hier. Zweimal die Sonne zu haben aus unterschiedlichen Kartendecks. Richtig, richtig schön. Und hier ist ja auch so eine Sonnenenergie. Und das ist echt so wie, es wirkt so ein bisschen bei dir. Und hier ist ja auch so ein Lichteinfall, so eine Sonne. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es wirkt für mich so ein bisschen so, wie wenn bei dir so viel mehr Licht reinkommen würde. Das kann auch eine Energieanhebung sein bei dir, ja. Wo du einfach, ja, das wird gerade bestätigt, ja. Also bei dir kommt so viel mehr Licht ins Leben und durch dieses Licht wirst du Zugang zu anderen Sphären haben, sagen sie gerade, sehr spannend, die dir vorher noch nicht möglich waren. Und du wirst Themen heilen können, weil du sie aus einer anderen Warte, aus einer anderen Perspektive heraus sehen kannst. Das Spannende ist immer das, dass wenn wir große Dramen oder von mir aus auch Trauma aus der Kindheit haben, dann ist es sehr häufig so, dass wir die nicht sofort erledigen oder heilen können, weil wir noch zu nah dran sind. Wenn wir uns aber weiterentwickeln, weiter heilen, dann haben wir irgendwann eine Flughöhe erreicht, in Anführungszeichen, die es uns ermöglicht, mehr Licht zu verkörpern. Wir haben unser Gefäß quasi erweitert, leerer gemacht. Wir können mehr Licht verkörpern und aus dieser lichtvollen Energie heraus können wir aus einer anderen, aus einer barmherzigen, kriege ich gerade barmherzig, okay, spannend, aus einer barmherzigen Perspektive heraus auf unsere Eltern schauen und ihr irdisches Selbst sehen. Und dann ist es nicht mehr, und das ist mir mal ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen, weil das ist ein schmaler Grat. Viele arbeiten bei der Elternvergebung damit, indem man quasi dem Eltern-Ich in einer Reise, in einer meditativen Reise begegnet, sich in die Eltern quasi einmal hineinzoomt und aus deren Perspektive schaut. Und das kann unfassbar heilend sein. Aber Achtung, nicht immer. Weil gerade für Menschen, die dazu neigen, sich schuldig zu fühlen, schnell in der Scham, in der Schuld, in der Verantwortungsübernahme zu sein, dann kommt das in so ein toxisches Verstehen hinein, wo man alles versteht und sich selber wieder im Verstehen verliert. Und das ist ganz, ganz wichtig, den Unterschied zu kennen von beiden. Das ist nicht immer sinnvoll bei einer Reise. Ja, deswegen sind auch so Pauschalkonzepte nicht für jedermann gut. Man muss immer schauen, wo steht jemand und wofür ist jemand bereit. Ja, und hier bei dir kriege ich aber wirklich so dieser mitfühlende Blick nach hinten, weil das vorne so schön ist. Du hast eine unfassbare Reise vor dir und da darfst du dich wirklich drauf freuen, weil bei dir geht's der Sonne entgegen, ja? Das funktioniert, dein Schiff ist klar, du hast dir dein Leben so erbaut, dass das klar jetzt in eine Richtung segelt und du hast dir deine Stabilität erschaffen. Und ich kriege auch so ein bisschen mit dem DAX, du hast alles bei dir ins Gleichgewicht gebracht. Du bist für deinen Erfolg verantwortlich und das wollen die Engel auch nochmal dir wissen lassen, dass du hast dir das alles erschaffen, niemand sonst. Du hast dir aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt wurden, genau das hier erbaut und das ist stabil und da kannst du richtig stolz auf dich sein, dass du das für dich erschaffen hast. Und im Schauen von nach vorne, lass dich von dem, was du für dich gemeistert hast, lass dich von dem inspirieren. Lass dich von dem inspirieren. Schau nach vorne. Lass dich vom nach vorne schauen inspirieren. Und dann schau einmal mitfühlend zurück und sag, hey, alle Verantwortlichen, alle Bezugspersonen, alle die mir vielleicht nicht gut getan, was auch immer, ja, ich lass euch los. Ja, ich lasse diese Geschichten los, ich lasse das alles los, ich möchte das nicht mitnehmen, ich möchte andere Dinge mitnehmen, ich möchte neue Sachen kreieren, dafür braucht Platz und deswegen lasse ich das jetzt los. Und das kann auch manchmal das Lösen von Illusionen sein, wo man Dingen, Anerkennung, was weiß ich, Liebe hinterhergelaufen ist und das ist auch häufig, es braucht diesen Abschied
von diesem Anteil, der so sehr gehofft hat, dass es doch noch irgendwie wird. Und dieses Loslassen kann mit Traurigkeit einhergehen, aber es ist eine gesunde Traurigkeit, weil es dient der Verarbeitung. Und das ist auch immer wichtig. Das ist dieses Jahr übrigens in ganz vielen Jahresorakeln Thema gewesen, die ich persönlich gemacht habe. Dieser mitfühlende Rückblick auch an ein früheres Ich und zu sagen, hey, auch dich lasse ich jetzt los. Ich erfinde mich jetzt neu. Ja? Das ist eine so, so schöne Idee, sage ich dann mal. Vielleicht für manche auch eine Idee, weil die Inspiration gerade reinkommt. Du wirst so viele Ideen noch umsetzen können in diesem Leben, weil die drei der Stäbe ist auch immer diese Umsetzungsenergie. Du hast die Kraft dafür, du hast die Energie dafür, du wirst noch so viel erschaffen können. Du wirst dich noch richtig stolz machen. Wenn du es jetzt noch nicht bist, dann wird es in Zukunft auf jeden Fall noch kommen. Da wartet noch so viel Führung von oben auf dich. Noch so viel, was du meistern kannst. Und ich kriege wirklich so dieses, der Grund, warum es für dich nicht immer einfach war, war, weil du höhere Aufgaben hast. Und da muss man halt zuerst mal durch ein paar Themen durchgehen, damit man diese höheren Aufgaben dann auch erfüllen kann. Eine wunderschöne Energie hier. Ich wünsche euch nur das Beste auf eurer Erfolgsreise hier, die vor euch steht. Ihr Lieben, wenn euch das Orakel gefallen hat, lasst mir gern ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, Baba. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Wir schauen in deine Engelsbotschaft. Du hast die 4 der Kelche. Dann den Ritter der Erde, Zeit anzupacken und die Dinge zu erledigen. Löse deine Versprechen ein und ein Schutzengel. Dann hast du Durga mit Sieg. Mutig stelle ich mich meinen inneren Dämonen und verändere dadurch die Welt. Du hast die Zwillingsflamme, zu der Antwort auf deine Frage gehört, eine spirituell orientierte Liebesbeziehung. Dann hast du Kraft und Führung. Du hast die Ziege mit Handle aus deiner angeborenen Weisheit heraus. Erzengel Pulimiek und Pan, Gott der Natur. Spannend. Du hast den Herzdiamant. Und du hast den Winter mit Kümmere dich um deine Bedürfnisse. Sehr, sehr spannend. Und ich krieg bei dir wirklich so dieses, es geht bei dir ein Stück weit darum, so, ja, ich muss es jetzt einfach mal so sagen, so innere Dämonen zu besiegen. Themen, wo du vielleicht auch manchmal weggeschaut hast, weil es zu schmerzhaft war, wo du vielleicht manchmal so ein Pflaster drüber gelegt hast. Und für manche von euch kann es hier auch wirklich, also es liegen hier ganz viele verschiedene Botschaften. Die Grundenergie ist bei allen von euch gleich. Es geht um emotional unverarbeitete Themen. Es geht um Themen, die noch offen sind, wohin geschaut werden darf. Wo man diese alten Emotionen einmal hochholen darf, weil du hast, wenn wir viele gespeicherte Emotionen haben, und die haben wir alle, dann ist es so, dass wir wie eine Brille mit einer Farbe drauf haben. Und diese Farbe verändert alles das, was wir sehen. Wenn ich eine gelbe Brille auf habe, dann ist alles gelb gefärbt. Das ist so. Ja? Und wenn da drunter noch eine rosane ist und da drunter noch eine blaue und da drunter noch eine andere, dann habe ich irgendwann, weiß ich gar nicht mehr, auf was ich eigentlich blicke, weil es alles komplett eingefärbt ist durch ganz, ganz viele Filter in Form von Emotionen, die nicht gesehen wurden, die nicht verarbeitet, die nicht gefühlt wurden. Und das ist aber hier wichtig, um vorwärts zu kommen. Und bei einigen von euch betrifft es hier den Berufungsbereich, ja, wo es wirklich darum geht, in deine Berufung wirklich auch zu kommen, hier dir das auch zu holen, was dir zusteht mit der Durga, auch in die Führung zu treten. Vielleicht gibst du auch schnell in deinem Berufungsbereich, es kann auch der Beruf für viele sein, vielleicht gibst du schnell die Führung ab, vielleicht bist du schnell kraftlos. Ja, auch das ist, wenn wir so viel Gepäck mit uns rumschleppen, natürlich sind wir kraftlos, dann natürlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn wir diese Filter nicht drauf hätten. Das ist angestaute Energie in unserem System. Und ich sage das immer wieder, der Körper, unser ganzes System strebt nach Homöostase, nach Gleichgewicht. Das heißt, es ist für unseren Körper
so viel schwieriger, nicht in Balance zu sein, weil er alles tut dafür, um in Balance zu kommen. Ja? Und deswegen ist es so viel angenehmer, in Richtung Heilung zu gehen, weil dann gehen wir mit dem Körper in eine Richtung. Ja? Dann gehen wir mit unserem System in eine Richtung. Unser Körper will in Homöostase, will in Balance. Ja? Und manchmal zeigt er uns das wahrscheinlich durch Symptome, durch was auch immer, die für uns nicht so angenehm sind, aber das ist eine Strategie unseres Körpers, ja. Und hier ist es wichtig, sich dem zuzuwenden und das zu lösen, damit auch hier, und das kriege ich auch bei vielen von euch rein, damit so der Herzbereich aufmacht. Der Herzbereich ist ein magnetischer Bereich, ist ein magnetisches Zentrum. Und wenn wir eine Herzmauer beispielsweise haben oder der Herzbereich verschlossen ist, dann ziehen wir nicht so richtig an, dann funktioniert Manifestation nicht bei uns, dann funktionieren diese universellen Gesetze nicht und wir denken uns eh alles Farsche, ja. Bei uns klappt es einfach nicht, der Ferrari steht immer noch nicht vor der Tür, ja. Und tatsächlich können uns unverarbeitete Emotionen so sehr daran behindern, vorwärts zu kommen. Und ja, das ist nicht der angenehme Teil und ich sage das immer wieder in meinen transformativen Atemsessions, weil das ist genau das, ja, die transformativen Atemsessions. Da holst du genau das hoch in einem sicheren Rahmen und du lässt es los. Und je mehr du natürlich angeschafft hast im Laufe des Lebens, je mehr du weggeschaut hast, desto mehr gibt's vielleicht zu tun, ja. Das ist wie wenn man meinen Keller aufräumt, ja. Den müsste ich übrigens auch mal wieder aufräumen. Aber das ist auch so eine, wenn wir den Keller aufräumen, ist es halt auch sehr, sehr häufig so, dass wir dass wir Dinge finden, die wir lange nicht gesehen haben, von denen wir gar nicht mehr wussten, dass sie so sind. Ja, vielleicht stellst du auch fest, oh, da liegt was, was vielleicht vor sich hinrottet. Aber es braucht halt diese Aufmerksamkeit, um wirklich hier in den Sieg zu kommen. Und für viele von euch geht es ja auch um die Zwillingsflamme. Beziehungsweise um eine heilige Partnerschaft, sagen sie gerade, die entweder schon da ist, aber wo die emotionalen Voraussetzungen noch nicht gegeben sind, um diese Partnerschaft heilig auch zu leben. Oder die schon da ist und es rumpelt von vorne bis hinten, weil gerade Zwillingsflammen, das sind Wachstumsbeschleuniger, ja, da geht ordentlich was ab, ja, das sind unfassbare spirituelle Beschleuniger, um hier vorwärts zu kommen. Egal was es bei dir ist, nimm das an, schau dir das an, lass diese Filter los, nimm diese Brillen ab, damit du die Wahrheit erkennen kannst und damit dein System das nicht mehr rumschleppen muss und damit du auch hier mit der Kraft und mit der Führung die Hände frei hast, um anzupacken, um Dinge zu erledigen, für die du eigentlich gekommen bist, ja. So, so spannend. Kümmere dich, um deine Emotionen, um deine emotionalen Bedürfnisse. Ganz, ganz wichtige Botschaft bei euch. So spannend, ihr Lieben. Wenn euch das Orakel gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, Baba. Ja, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deine Botschaft, in deine Engelsbotschaft. Du hast die 5 der Münzen, die 2 des Feuers. Du hast zu dir selbst gefunden. Neue Partnerschaften oder Verträge setzt deinen Weg fort. Dann hast du Persephone mit Neugier. Ich bin verbunden mit meiner kindlichen Neugier. Es gibt so viel zu entdecken. Wunderschön. Streichen, klären, beseitigen. Benutze nur positive Worte und Gedanken, dass sie sich umgehend physisch manifestieren. Bitte die Engel, die Auswirkungen vergangenen negativen Denkens zu streichen. Spannend, das ist ein kollektives Thema. Ja, so schön. Einfach nur ja. Dann hast du die Katze, sei entspannt und unabhängig. Erzengel Raphael. Du hast die Erkenntnis. Und du hast den Frühling mit sie, deine Samen wachsen. Es kann tatsächlich ein Hinweis sein, dass du jetzt quasi die ersten Samen schon siehst, die dann im Frühling anfangen zu wachsen. Deswegen gönn jetzt deinem zukünftigen Ich im Frühling schon mal diese Wachstumsenergie, indem du dich um Themen kümmerst. Und das kann hier wirklich, Erzengel Michael ist bei dir ganz, ganz präsent mit diesem Lila-Blau auch, ja. Und das ist bei mir immer so dieses, da darf einiges geklärt werden, du darfst einiges hinter dir lassen, um unabhängiger zu werden. Bei dir geht es ganz stark darum, dass dich dein Sicherheitsbedürfnis häufig gefangen hält in Beziehungen, in Jobs, in Geldsystemen oder Geldgedanken.
Gedanken, die dich niemals zur Fülle führen werden, ja. Und häufig ist dieses übertriebene Sicherheitsbedürfnis gewurzelt oder nicht verwurzelt in einem mangelnden Urvertrauen. Und das ist etwas, was ganz, ganz stark körperlich ist. Und das sehen immer ganz, ganz viele nicht. Die glauben, man muss das spirituell irgendwie erledigen. Aber das Wurzelchakra ist das Körperchakra schlechthin. Ja? Hier geht es um die 3D-Welt, hier geht es um den Körper, um unsere Existenz. Und deswegen dürfen wir dieses Chakra, ich sag immer, gerade ganz viele Spirituelle gehen dieses Chakra dann immer von der Spirituellen von oben an, ja, und sagen, okay, jetzt stelle ich mir eine rote Kugel vor. Das ist alles super, das kann man alles machen. Aber es gibt nichts Besseres, um sich um irdische Themen zu kümmern, als wenn man sich um irdische Themen kümmert, ja, als wenn man sich um körperliche Themen kümmert. Wie geht's meinem Körper? Wo habe ich Verspannungen? Wo zwickt, wo zwackt? Atme ich richtig, ja? Habe ich Verspannungen im Hüftbereich? Hier sind wir auch im Sakralwurzelchakra-Bereich, damit man das alles hochkriegt. Was darf dort gelöst werden? Habe ich dort Probleme auf irgendeine Art und Weise, ja? Muss ich vielleicht dort irgendetwas stärken, ja, auch auf der körperlichen Ebene? Und das wird immer total vernachlässigt. Und gleichzeitig ist es aber so, du kannst all die Fülle, du kannst den sichersten Job im Außen, du kannst den unbefristeten Beamtenvertrag, was auch immer, das war früher immer für meinen Opa, war das sein Status für Sicherheit. Er hat Sicherheit erreicht, er hatte einen Beamtenvertrag. Und all das hat aber nie dazu geführt, dass sie sich wirklich sicher gefühlt hat, sondern es war immer diese Grundskepsis, dieses, irgendwo nimmt mir jemand was weg, oh, ich muss mich gut verhalten, ich muss das. Dieses Getriebene, und das ist wieder das Wurzelchakra, weil das löst sich nicht, indem sich Themen einfach im Außen bereinigen, indem man sagt, okay, jetzt stelle ich die Sicherheit her, die mein Verstand denkt, die er braucht im Außen, um sich sicher zu fühlen, sondern Sicherheit ist ein Gefühl, das wir im Körper abbilden müssen. Und deswegen musst du in den Körper reingehen. Wenn der Körper Mangelzustände hat, wenn der Körper nicht schwach ist, nicht kräftig ist, dann wird dir das nie ein sicheres Gefühl geben. Die Sicherheit ist tatsächlich etwas, was wir auf der körperlichen Ebene ganz, ganz stark unterstützen dürfen. Ja? Und ein großer Schlüssel dazu ist beispielsweise auch die Atmung. Ja? Das ist, die Atmung beschleunigt sich sofort, wenn du im Stress bist, und signalisiert damit deinem System, hier ist es nicht sicher für mich. Und die Atmung ist aber gleichzeitig auch das Vehikel, das dich wieder in die Sicherheit bringen kann. Ja? Und das gilt hier einfach zu klären. Ja? Wo machst du dich selber zum Opfer? Wo bist du Opfer deiner Umstände geworden? Wo darfst du dich selber befreien? Weil mit der 2 des Feuers geht es ja wirklich darum, sich selber zu befreien. Es geht darum, unabhängig zu werden, aber in erster Linie innerlich unabhängig zu werden. Weil wenn wir uns innerlich frei und unabhängig fühlen, treffen wir andere Entscheidungen als aus der Angst und aus der Abhängigkeit heraus. Ja? Und es geht wirklich darum, die Katze, ich liebe ja Katzen wirklich, ich bin nur ein bisschen allergisch gegen Katzen, da früher nicht, aber jetzt schon. Und das ist total spannend, weil eine Katze, die regelt das alles selber. Ich meine, wer eine Katze hat, weiß, die machen das so, wie das denen passt. Ja? Da hat man oft das Gefühl, du wohnst bei deiner Katze und nicht umgekehrt. Ja? Und genau darum geht es, um dieses Selbstbestimmtsein, aber sich auch wohlfühlen im Selbstbestimmtsein. Ja? Dieses, sich auch in der eigenen Unabhängigkeit wohlzufühlen und nicht ständig zu schauen, wie geht's dem anderen, was braucht er und so weiter, sondern ne, das, was mir selber gut tut, das tue ich einfach und fertig. Ja? Und in dem Moment wirst du auch nicht nur selbstbestimmter, sondern auch selbstwirksamer. Deine Taten werden wirksamer. Das ist, wenn wir aus der Angst heraus, aus einem Gefühl der Unsicherheit heraus agieren und reagieren, dann sind wir nicht wirksam im Außen, dann wirkt das nicht. Weil Angst ist tatsächlich spürbar. Wir spüren Angst, wir riechen Angst auch am Gegenüber. Ja? Bei Tieren ist das ja noch viel mehr, ja? Dass die einfach die Angst spüren, die riechen Angst. Wir schütten Hormone aus, wenn wir Angst haben. Und wir, andere Lebewesen nehmen das wahr. Wir haben ganz andere Geruchsstoffe an uns, wenn wir in der Angst sind. Und genau das ist evolutionsbedingt immer noch in uns. Das heißt, wenn ich vor meinem Chef stehe, um die Gehaltserhöhung bitte, in der Angst, außer ein, oh Gott, bitte, oh Gott, na, ist eh wurscht, wenn ich es nicht kriege, dann riecht er das. Und dann wirst du damit auch nicht erfolgreich sein. Es braucht diese innere Sicherheit, ja, in dem, was, wer wir sind, was dann dazu führt, dass der andere sich denkt, oh, okay, der oder die hat ja ordentlich, ja, auf die Pauke gehauen. Spannend.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich mich jetzt noch traue, nein zu sagen. Ja, dass man sendet ganz andere Signale einfach aus. Ja, und das ist hier wichtig, aus Opferhaltungen auszusteigen, wirklich in die Unabhängigkeit zu kommen, bei dir anzukommen. Und da warten noch ganz, ganz viele Erkenntnisse auf dich, wo du einfach merkst, dass das, was du vielleicht im Außen versucht hast zu bekommen, so dringend, dass du dir das längst hättest selber geben können. Und das ist auch noch etwas, was für euch noch oder für dich hier noch reinkommt, ist diese Botschaft, dass wir Menschen viel zu kompliziert denken. Wir haben den Neokortex so herum und der ermöglicht uns komplexes Denken. Und wenn wir zu viel im Neokortex sind, dann ist es sehr häufig so, dass wir Dinge sehr stark verkomplizieren. Und ich garantiere dir, für dein Problem gibt es eine einfachere Lösung als das, was du dir bis jetzt dazu gedacht hast. Es gibt immer eine einfachere Lösung. Die Natur ist Einfachheit, ja. Simplicity. Es ist einfacher, als du denkst. So, so schön. Ihr Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, Baba.